Guten Morgen. Was ist denn das für ein dritter Urlaubstag, Leute? Igitt, igitt, igitt. Schaut mal, es regnet. Und das ist nicht so cool. Aber was soll man machen? Ich kann jetzt endlich wieder Videos drehen und schneiden. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal unsere Küche, die sich so ein bisschen verändert hat, seitdem Mr. Wackelzahn eingezogen ist. Es ist nämlich immer abgespült. ja, aber sonst habe ich halt die Kommode jetzt hier. Ich weiß nicht, wer sich so daran erinnern kann, wie es vorher war. Und jetzt habe ich einen riesen Kühlschrank, was super geil ist. Ja, ich werde euch jetzt durch den Tag mitnehmen. Und das bedeutet, dass ich erstmal den Vogel wecken werde. Da ist das Ungeheuer. Na, wo ist er? Da oben sitzt er. Guten Morgen. Also, wenig von ihm werdet ihr heute nicht hören. Er wird sich das... Hey, guck mal. Okay. Ja, siehst du, guten Morgen. Knopfauge. Und dann machen wir uns jetzt einen Kaffee. Übrigens, diese Velvet Unstoppable... Velvet? Hä? Nee, Lenore Unstoppables in rosa sind super. Und liebe Grüße an meine Kollegin Anka. Wir haben uns nämlich, sie hat mir was von den Blauen gegeben, die auch richtig gut sind, die hängen jetzt in meinem Auto. Und sie bekommt von mir auch ein bisschen was von den Perlen hier. So. Oh, ist das schön, wenn man morgens sich ein Zeber nehmen will und so einen hier entdeckt. Der bewegt sich auch ganz komisch, guck mal. Seht ihr das? Die Beine zucken so eklig. Da, Achso, das ist doch eine Spider. Die schläft wohl noch. Man sieht die nicht so lange Beine. Die kommt jetzt erstmal raus. Ich habe sie verloren und alles umgeworfen. Wo ist die Spider hin? Itzi bitzi Spider. Die war irgendwie mega schnell, die blöde Kuh. Wahrscheinlich ist sie jetzt hier zwischen oder so. Egal, jetzt kann ich wenigstens in Ruhe meinen Zeber nehmen. Aber vor so einer kleinen Spinne habe ich keine Angst. Solange sie nicht in meinem Mund landet. So, ihr Mäuse, also hier seht ihr mein Frühstück. Wer Fragen zu den Pillen hat, das sind von Biopharma oder Doppelherz oder so. Solche Brennnessel-Entschlackungspillen, die nehme ich momentan, weil ich ganz viel Probleme mit Wassereinlagerung habe, wenn ich mal irgendetwas mit zu viel Salz oder Fett oder sowas esse. Und die sind sehr, sehr gut. Das ist meine Pille. Und hier ist der... Schaut mal... Lipton Tea, den ich euch aus der Degusta-Box gezeigt habe. Dieser Intense Mint, so heißt der. Ich konnte es gerade selber nicht lesen. Und hier habe ich Nektarine, das habt ihr ja gerade gesehen. Gefrorene Beeren. Natura Frühstücksbrei bzw. Rossmann Frühstücksbrei. Haferflocken, grob und kernig. Leinsamen und Reismilch. Und hier ist mein Kaffee mit laktosefreier Milch. Und wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich laktoseintolerant geworden bin, leider. Ja, und daher besteht mein Frühstück leider aus ein bisschen zusammengewürfelten Sachen. Ja. Aber ich komme damit sehr gut klar. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer von euch noch ein paar Allergien hat und wenn nicht. Ich lasse es mir jetzt schmammammeck. Also ob das jetzt hier gerade ein ernsthaftes Problem ist, weiß ich noch nicht. Aber meine Haare sind mega komisch und fast schon fettig. Ich muss aber
Was heißt, ich muss? Ich habe mir vorgenommen, in meinem Urlaub die Wand im Wohnzimmer zu streichen. Die ist jetzt momentan rot, habt ihr ja gerade gesehen, da wo der Vogel auch vorsteht. Und irgendwie ist das nicht mehr so optimal. Und ja, jetzt bin ich halt am Überlegen, soll ich das alles abkleben und eventuell schon die Kanten streichen, bevor ich duschen gehe und mich fertig mache, was eigentlich der logischste Sinn überhaupt ist. Oder drehe ich euch jetzt erst ab, wie ich mich morgens zurecht mache, weil das meine Make-up-Routine live gedreht ist ja schon knapp 2 Jahre her. Ja, das ist, the struggle is real sozusagen. Aber ich glaube, ich werde das nach der ersten Variante machen, weil wenn ich mich dann tatsächlich dazu entscheide, direkt weiter zu streichen, ist es nicht so schlimm, weil dann kann ich halt verschwitzt sein und schwitze nicht meine Klamotten voll, sondern meinen Schlafanzug. Ja, ich bin im Schlafanzug und ich habe Urlaub. Und es ist, warte, es ist gerade mal 8:30 und eine liebe Abonnentin hat mir gerade, beziehungsweise doch, sie ist meine Abonnentin und ich bin ihre, hat mir zurückgeschrieben, ja, ich kann sie euch ja mal empfehlen. Sie ist bei Instagram und heißt Weight Watchers Mädchen mit AE, genauso durchgeschrieben. Das ist die Süße, Vanessa. Und sie hat ein ganz, ganz tolles Profil. Ich habe sie leider erst sehr spät entdeckt sozusagen. Aber sie macht super schöne Foodbilder und ist halt als Weight Watchers tauglich. Was für mich total cool ist und voll wichtig. Und, also was heißt wichtig, aber Inspirationen kann man sich da gut holen. Sie hat auf jeden Fall mehr Abonnenten verdient und ist so eine kleine Verrückte. Sieht nicht alles immer sehr positiv, aber wenn, dann ist es wirklich super süß. Und unter diesem Foto, was ich euch gerade gezeigt habe, hat sie so ein bisschen was Persönliches von sich geschrieben. Will ich aber nicht mehr verraten. Schaut doch einfach mal auf ihrem Kanal vorbei. Also auf ihrem Instagram-Kanal. Ja. Ich lasse mir jetzt noch mal einen Kaffee schmecken und werde noch mal ein bisschen mit mir austüdeln, ob ich jetzt tatsächlich schon streichen gehe. Aber ich glaube, das mache ich. Das, kennt ihr das, wenn man sich zwischen zwei Sachen entscheiden muss, aber unterbewusst sich eigentlich schon entschieden hat, aber das noch mal laut aussprechen muss, damit die Entscheidung noch leichter fällt? So war es nämlich gerade. Ja, hier noch meinen Tee, den ich trinken muss. Und den Vogel muss ich gleich erstmal verbannen. Genau, weil der steht ja vor der Wand, die ich streichen will. Und dann muss ich Regale wegrücken. Also ich glaube, es wird noch ein ganz witziger Vlog. Follow me around, whatever. So, genug gesprochen. Jetzt folgen gleich Taten für euch. Ich werde noch einmal ganz kurz zur Ruhe kommen und meinen Kaffee in Ruhe weiter genießen und zu Ende genießen. Weil da ist noch ein bisschen was drin, oder? Ja, da kommt euch gleich entgegen. Schlapp, schlapp, blub. Bis gleich. Hoffentlich durch weiße Prosalis ersetzt werden, weil, ja, ich hoffe, ihr versteht mich, warum ich nicht noch mehr Rot hier haben möchte. Ich habe eine rote Couch, die wird im Herbst ersetzt. Das rote Sideboard, beide Sachen sind von meinen Eltern und das Sideboard möchte ich einfach nicht abgeben, weil es ist so mega hochwertig und das könnte ich nicht übers Herz bringen. Das Sofa ist schon älter und ich habe das ein Verständnis, dass ich das jetzt endlich mal filetieren kann, so hat mein Papa das genannt. Ja, aber auf jeden Fall, diese ganzen Holzmöbel sollen weg, die bekommt meine Schwester, wenn sie dann nach Hamburg zieht, um da zu studieren. Also,
für alles eine Verwendung gefunden. Und bei mir läuft gerade UFM und da hinten seht ihr eine weiße Brosali-Kommode. Und genau in dem Stil kommt vor die jetzt noch rote, aber bald graue Wand. Es soll ungefähr so ein Grau, aber noch ein bisschen dunkler werden. Das seht ihr da hinten. Da ist die Farbe. Jo, und ach, hier ist so viel Kleinscheiß auf dem Tisch. Oh Gott, ja. So. Ja, wie gesagt, also wie ihr seht, ich habe mich nicht fertig gemacht, aber ich habe auch keine Lust dazu gehabt. Jetzt nehme ich noch das Regal ab und schiebe die beiden anderen Regale irgendwie hier in den Raum, damit ich jetzt auch abkleben kann. Zurück. Ich habe schön dreckige Finger. Hier ist auch alles voll. Und der Akku ist leer. Ich gehe jetzt aufladen. Schade. Ich zeige euch dann gleich, wie die Wand aussieht. So, ich habe mich jetzt gerade mal angezogen und werde mich jetzt auf ins Badezimmer machen und mich schminken. Da nehme ich euch nicht mit, sonst wird das Video viel zu lang. Aber wenn ich gleich kochen gehe in die Küche, geht's für euch wieder mit. So, die Wand ist fertig, wie ihr sehen könnt. Ich finde, ich habe es sehr ordentlich hingekriegt. Da werde ich jetzt gleich die Regale noch vorstellen und dann kommt Herr Wackelzahn in ein gemachtes Nest. So soll es doch sein, oder? So, wartet mal eben. Ich will euch irgendwo abstellen. Ja, oder wir machen das so, genau. Also ich habe mich jetzt fertig gemacht. Nicht so mega viel, aber so ein bisschen Eyeliner, Mascara. Und aber dann seht ihr nicht so ganz normal halt. Ich mache jetzt Essen und nehme euch mit. Der Rosenkohl, der tiefgefroren war, den habe ich jetzt gerade schon in der Mikrowelle, damit der auftauen kann. Und dann wird es super einfach. Ich mache Kräuterpolenta und Rosenkohlröschen so in einer Pfanne quasi angeröstet. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ja, also wir sind beide sehr große Rosenkohl und allgemein Kohl ist voll cool. Ja, ich würde es auch häufiger essen, wenn da nicht diese ganzen Nebenwirkungen wären. Ja, und das ist übrigens ein veganes Rezept, was ich gleich kochen werde. Und da der ja, schwer. Da der, also da mein Freund nicht so gerne Sojamilch und Reismilch und sowas trinkt und was in die Soße gehört, werde ich das mit meiner laktosefreien Milch machen. Und ja, damit er nicht den Appetit verdorben bekommt. Verdorben bekommt, ja. Hier halt das noch ordentlich. Der Vogel da hinten ist, glaube ich, ganz froh, wenn er von dieser Wand wieder ist. Ich bin echt stolz, ne? Ich muss das euch sagen. Ja, das Regal habe ich schon mal drauf gemacht, damit man einfach sieht, wie schön es ist. So, bis gleich. She's got a red dress. She wears all the time. I got my heart set on making her mine. 'Cause I just can't live without her. Can't stop thinking about her. And even if I could, it wouldn't do me any good. 'Cause I know she's got it all. Oh, and she walks away. I can't tell by the way she moves. She So, ich bin fertig. Da steht's vor mir. Es ist doch nicht so vegetarisch geworden, vegan geworden, wie ich dachte, weil irgendwie hat mir da noch was gefehlt. Und da habe ich da einfach mal Schinkenwürfel noch reingepackt. Ich werde euch das Rezept, das Originalrezept, aber in die
Entschuldigung, Infobox schreiben, sodass ihr das nachkochen könnt. Das ist ein Weight Watchers Rezept, aber wie viele Punkte das hat, das sage ich euch nicht. Wer bei Weight Watchers ist, der kann das ja genauso eingeben. Beziehungsweise das heißt Kräuterpolenta mit gebratenem Rosenkohl, genauso. Ja, also meine Nase juckt, ich muss jetzt essen, weil sonst wird es kalt und ich freue mich schon extrem. Also lasst es euch schmecken, wenn ihr das auch nachkocht, und sonst wünscht ihr mir jetzt einen guten Appetit. Okay, ich kann euch sagen, das ist super lecker. Ich stehe ja total auf Salz, also von daher muss bei mir nochmal zusätzlich Salz drauf. Aber oh, das ist super lecker. Also, yum, yum, yum. So, Leute, ich hab's geschafft. So sieht's jetzt bei uns aus. Und es ist echt schön geworden. Nichts riesengroßes, aber dafür war der Aufwand auch völlig in Ordnung. Call me crazy, but I think I got it all figured out. There's one in a million chances I'm the one she's thinking about. She's moving, I'm losing time. So I'm making a move, I'm making a pass, I'm making it fast. Who would have thought there was a chance that we were making it last? But I'm taking my chances, I'm taking my chances.